Hey Legenden, es ist Zeit für das monatliche Update-Video. Auch diesen Monat haben wir sehr viele interessante Informationen für euch. Deshalb bleibt mir nur zu sagen, wenn euch die Videos gefallen und ihr kein Update mehr verpassen wollt, haut gerne ein Abo raus und aktiviert die Glocke. Los geht's! Beginnen wir direkt mit einer großen Ankündigung. Ich hatte vor knapp 2 Wochen ein Gespräch mit Trimax, in dem er gefragt hat, ob es möglich wäre, einen Only-Up-Modus zu bringen. Gesagt, getan, das Team und ich, wir haben uns noch am selben Tag an die Arbeit gemacht, um euch die heftigste Only-Up-Map aller Zeiten zu präsentieren, die ihr jemals gesehen habt. Hier mal ein paar Eindrücke für euch. Und wenn ihr jetzt schon schwitzige Hände bekommt, dann notiert euch Folgendes gut. Trimax und ich haben zu morgen fast 100 Creator und Creatorinnen eingeladen, in einem großen Live-Event ab 18.30 Uhr sich an der Map zu versuchen. Und nicht nur das. Meine beiden langjährigen Partner, G-Portal und Instant Gaming, unterstützen das ganze Event beide jeweils mit einem Preisgeld von 1.000 Euro. Solltet ihr also mal auf der Suche nach günstigen Game Keys sein, dann ist Instant Gaming die richtige Anlaufstelle. Ihr bekommt selbst Minecraft hier günstiger. Über den Link oben in der Videobeschreibung könnt ihr mich und Instant Gaming jederzeit supporten. Vielen Dank. Seid ihr auf der Suche nach einem günstigen, aber leistungsstarken Server, zum Beispiel für Minecraft oder Modded Minecraft, dann ist G-Portal definitiv die richtige Anlaufstelle. Seit Jahren liefert G-Portal günstige, leistungsstarke Server. Und über meinen Reflink, den ihr auch oben in der Videobeschreibung findet, erhaltet ihr sogar aktuell nochmal 20% Rabatt. Auch hier vielen Dank für eure Unterstützung. Im Umkehrschluss bedeutet das, durch den Support meiner beiden langjährigen Partner gibt es bei dem Event einen Preispool von insgesamt 2.500 Euro, der sich auf die ersten 10 Plätze verteilen wird. Und das ist noch nicht alles. Denn direkt im Anschluss des Events machen wir das Netzwerk für alle Founder auf, und ihr könnt bis einschließlich 6. August testen, was das Zeug hält. Ganze 3 Wochen lang nonstop Play Legend. Euch stehen alle Game Modes bis auf Kaktusklicker zur Verfügung. Da wir nicht wissen, wie groß der Ansturm sein wird, bitten wir auch um euer Verständnis, dass wir erstmal nur für Founder öffnen. Sollte sich die Gelegenheit bieten, werden wir schauen, ob wir auch zwischenzeitlich das Netzwerk für alle öffnen. Wir freuen uns schon jetzt über euer ganzes Feedback, um noch vor dem Release im Dezember die bestmögliche Spielerfahrung aus unseren Game Modes für euch rausholen zu können. Das Netzwerk erreicht ihr am Freitag wie gehabt unter der IP beta.playlegend.net und ihr benötigt die Version 1.20.1. Auch in Sachen Kit 1v1 haben wir große Fortschritte erzielt. Es sind inzwischen fast alle 50 Arenen komplett fertig und sie sehen alle durch die Bank weg unfassbar gut aus. Als nächstes werden wir uns direkt an die Entwicklung des Modus machen, damit dieser im großen Founder-Test im September schon zur Verfügung steht. Für den Battle Pass wurden inzwischen fast alle Quests eingepflegt, sodass dieser in dem 3-wöchigen Test intensiv getestet werden kann, um uns ein letztes Feedback von euch geben zu lassen, ob die Aufgaben vom Grindfaktor so stimmen. Als nächstes erwartet euch das große Get Down Rework, an dem wir intensiv die letzten Wochen gearbeitet haben. Alle Sprungkarten wurden auf die aktuelle Bauhöhe gebracht und durch weitere Objekte optimiert. Die Shoppingphase sollte durch das Custom UI nun auch schneller und einfacher von der Hand gehen und wir haben einige Balance-Anpassungen vorgenommen. Hier sind wir gespannt, wie euer Feedback nach den ganzen Anpassungen ausfallen wird.
Im Laufe der dreiwöchigen Testphase wird es auch wahrscheinlich die Prestige-Händler erstmals zum Testen geben, da das System hierfür komplett abgeschlossen ist, so dass wir in den nächsten Tagen damit beginnen, diese einzufliegen. Generell werden wir in der dreiwöchigen Testphase neben Bugfixes auch wie gewohnt Updates aufspielen. Daher ist mit der ein oder anderen Stunde Downtime zu rechnen. Hier bitten wir auch wieder um euer Verständnis. Bugs und ähnliches können wie gewohnt über unsere Homepage playlegend.net im Live-Support jederzeit gemeldet werden. Solltet ihr noch kein Founder-Pack besitzen, aber euch überlegen, jetzt eines zu holen, dann könnt ihr das in unserem Shop jederzeit tun. Fühlt euch aber wie immer nicht gedrängt, das Founder-Pack ist nach wie vor bis eine Woche nach Release des Netzwerks im Shop verfügbar. Damit habt ihr auch schon alle wichtigen Infos, die es zu wissen gibt. Wenn ihr Bock habt, schaut gerne jetzt auf Twitch in meinem Stream vorbei. twitch.tv/gtimetv. Dort machen das Bauteam und ich einen großen Bau-Livestream, in dem wir die letzten Dinge an der OnlyUp-Map fertigstellen und später wird auch noch Get Down getestet. Wenn euch das Video wie immer gefallen hat, lasst es mich wissen und schreibt es in die Kommentare und über eine Bewertung würde ich mich auch sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und vergesst nicht das große OnlyUp-Event morgen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.